Schönen guten Morgen. Morgen. So, alles Tag fit? Ja, frisches, wir haben super Wetter, aber echt kalt sogar in der Sonne. Es hat so angekühlt. Total. Ja, gestern Abend sind wir dann noch irgendwas da drinnen, oder? Sternfotos machen. Genau. Ich weiß nicht, wie viel Minusgrade es war. Nein, brutal. Also, wir sind bei Nina von meinem Radlerboot eingefahren. Es war so kalt. Auf jeden Fall dem Radlfahren. Wir fahren heute zum Strudelkopf, Blättwiesenaffe. Das haben wir schon zweimal gemacht. Es hat zweimal Sauwetter gehabt. Schnee war einmal das Regen. Heute haben wir gesagt, nehmen wir die E-Bikes, fahren die Runde. Dann haben wir vielleicht das Knappfußteil noch dazu, wenn wir eine Akkuleistung haben. So wird es ja ausgehen. Ja, merke ich nichts zum Song. Starten wir so, ja. Die beiden sind schon beim Uphill und gerade mit dem E-Bike macht es so richtig Spaß, weil die Militärstraße immer wieder diese Abzweige hat, hier so Art Trails bergauf. Und das ist natürlich mit dem E-Bike richtig geil, da kann man sich technisch spielen. Und gerade im Herbst unter der Woche um die Uhrzeit, die sind ja recht früh unterwegs, ist einfach noch gar nichts los, sodass man auch auf niemanden Rücksicht nehmen muss und einfach nur sich spielen kann, wie man den Weg am besten hochkommt. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud. Bei den beiden geht es jetzt weiter auf der Militärstraße. Sie sind jetzt gerade unten an einer Stellung vorbei bei Zwiesern. Und da vorne, wo die Vicky fährt, ist der Dürnstein. Den sieht man jetzt schon ganz gut. Das Wetter ist auch noch top, die Sonne scheint. Aber für den Nachmittag ist dann schlechter angesagt. Hier lohnt sich das E-Bike übrigens immer mehr, weil es wird schon immer gröber und auch wieder relativ steil, sodass es eben einfach sehr fein ist, mit E-Bike-Unterstützung raufzutreten. Ansonsten kommt man da recht schnell wieder an das Limit, sich ultramäßig zu quälen, wobei ich darauf ja auch ganz stark stehe, muss ich gestehen. Aber klar, ab und zu ist sowas mit dem E-Bike natürlich wirklich sehr fein, da kann man halt dann auch mehrere Tage hintereinander krasse Sachen machen und spart sich ein bisschen Kraft für den Downhill. Die letzten Meter bis zum Gipfel, da vorne sieht man jetzt schon das Gipfelkreuz und hier oben ist es nochmal richtig steil, da steigt sogar beim E-Biken schon leicht der Lenker an. Und da ist man echt froh um die E-Unterstützung. Das eignet sich wirklich super gut, um hier hochzufahren. Allerdings besser unter der Woche und vielleicht nicht gerade an den ganz frequentierten Herbsttagen. Auf keinen Fall aber am Wochenende. Das würden wir euch nicht empfehlen. So wie wir es jetzt aber gemacht haben, recht früh und unter der Woche, ist es einfach nur mega toll. Auf jeden Fall nachmachen, lohnt sich allemal. Die Aussicht ist ein Wahnsinn und die Trails sowieso. Gut. Warte, schau her. Läuft schon. Gut. Grüß dich. Gehört noch gequatscht. So, wir starten sie zu. Jetzt machen wir ein paar Fotos herum. Und Völker waren drum, die zugefangen. Jedoch um jeder neue gefahren. Ich habe relativ wenig Lust auf dem Dürrensee. Aber da müssen wir noch mehr rauf. Ja, weil leider ein Akku drin ist. Weil Saft im Akku ist, müssen wir ausnutzen. Genau. Also, starten wir so.
Fahrer. Das Wort hier haben wir nicht.
wir jetzt schon mal mit der Lenkstange. Und jetzt um mal zum Schirm. Dann gucken wir uns wieder ein bisschen vor. Yeah.
der Hügel ist noch sehr gut. Ja.
gegen uns genommen in E-Bike, kein Thema. Und jetzt gibt es die letzten paar Meter zum Auto. Packen wir es an, oder? Ende gut, alles gut. Wir sind zurück. Es war lang, es war echt lang, anstrengend. Lang. Wow, es hat jetzt hoch, das macht mal ja. Und kalt was. Also richtig kalt. Richtig. Aber haben wir Eindruck, ist der Herbst. Ich mega. Hoffe, die Tour hat euch gefallen. Schaut auf den Blog nach, dann haben wir die Fotos online und die Turmbeschreibung und den Dreck. Ja. Auch bereinigt, da mir ist der GPS wieder ausgefallen. Ich habe nur gerade eine Linie irgendwie drinnen. Und genau. Daumen in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und das ist Kommentare dazu, gefreut uns auch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.